meinerseits. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, bin ich wieder ein paar Stunden draußen. Hab mal die Chance am Schopfer gepackt. Bin für ein paar Stunden raus. Morgen soll es bei uns einen Lockdown geben. Ob ich danach angeln kann, ist ja fraglich. Dann habe ich gedacht, ich gehe für ein paar Stunden raus. Probiere es einfach mal. Dem Knie geht es so halbwegs. Über Anstrengung sollte man nicht allzu fest. Deshalb gehe ich auch nur für ein paar Stunden raus. Ob es mir gelingt, einen Lockdown-Karpfen zu fangen, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! So, meine Routen liegen. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, bis der Nebel ein bisschen verzieht. Ihr seht es im Hintergrund, ist immer noch sehr neblig. Ich habe jetzt die Routen in der Mitte platziert. Ich war ja wegen meinem Knie so 2 bis 2,5 Wochen zu Hause. Deshalb konnte ich keinen Platz vorbereiten und gar nichts. Dann bin ich einfach spontan auf dem Platz hingesessen. Ich habe es einfach in die Mitte geworfen, da wo es ungefähr am tiefsten ist. Vom Futter her habe ich jetzt nur wenig eingebracht, sondern eine Handvoll pro Platz. Weil ich weiß nicht, wie kalt das Wasser schon ist, ob die Fische ihren Stoffwechsel schon runtergedreht haben oder nicht. Deshalb habe ich gedacht, weniger ist mehr. Habe da nur eine Handvoll drüber geworfen pro Platz. Dann werden wir mal schauen, ob da was geht heute. Bin bis 1, 2 Maximum bin ich hier. Na, wie gesagt, am Anfang vom Video, morgen ist Lockdown. Ob wir überhaupt angeln gehen dürfen, ist eine andere Sache. Warten wir auf eine Antwort vom Verein. Laut Bundesregierung dürfen wir gehen, weil es ist eine physische Erholung, was wir hier machen eigentlich, wenn man es rein rechtlich nimmt. Aber wir warten auf die Antwort vom Verein. Fischen tue ich mit meinen sogenannten Blowback Rigs heute auf beiden Routen. Habe vor dem Auswurf nur die Haken überprüft. Habe beim einigen hier gesehen, dass da ein Grat vorne dran ist. Habe den ausgetauscht. Weil ich bin nicht so der Fan vom Hakenschärfen, das mag ich nicht so gern. Nehme lieber die Haken aus der Tüte raus. Die haben von mir eine schöne Grundschärfe. Und die halten auch mal 2, 3 Fische. Je nachdem, je nach Situation. Überprüfe trotzdem nach jedem Auswurf den Haken. Einen Hakenspitz. Gegebenenfalls tausche ich den Haken einfach aus. Das habe ich jetzt hier gemacht, weil mit dem Schärfen entfernt man sozusagen die Beschichtung, auf dem Haken oben ist. Der Haken fängt einfach an zu rosten. Natürlich ein scharfer Haken ist für einen scharf guten Haken halt sehr wichtig. Deshalb überprüft euer Haken immer, weil wenn ich den jetzt ausgebracht hätte mit dem Gratfahne dran und hätte einen Fisch gefangen, der Haken würde sich nicht schön setzen und durch einen Anhieb würde sich der Haken trotzdem nicht schön setzen, weil der Grat verhindert ein schönes Durchdringen. Deshalb würde den Fisch mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren, deshalb Haken überprüfen und Fisch landen. Aber der Nebel verzieht sich jetzt so langsam. Naja, viel Aktivität sehen tue ich trotzdem nicht. Es ist schon sehr spät im Jahr, wir sind jetzt schon fast Mitte, Ende November rum. Eigentlich eine Top-Zeit zum Angeln. Leider bei mir knapp 3 Wochen ausgefallen wegen meinem Knie. Naja, schauen wir mal. Jetzt probieren wir mal bis 1, 2 Uhr und wenn was geht, geht was. Und wenn nichts, gehen wir nach Hause, ist auch egal. Schauen wir mal, was beim Lockdown rauskommt. Vielleicht dürfen wir angeln, aber da vielleicht mehr Glück. Stunden sind wir vergangen. Aktivität habe ich noch keine. Das Wasser ist sehr kalt, ich habe vorhin mal reingegriffen. Also ich schätze mal, es liegt zwischen 8 und 10 Grad, wenn nicht kühler. Und vermutlich werden die Fische auch gespürt haben, dass es langsam kühler wird und ihren Stoffwechsel runtergedreht haben. Darum lag ich meine Entscheidung richtig, wenig Futter einbringen.
Bin jetzt vorhin mal ein bisschen rundum gelaufen, hab mal, soweit es möglich, ein bisschen rundum geschaut. Also der Biber hat extrem zugeschlagen, also hier liegen mittlerweile überall Bäume im Wasser. Also das Angeln macht es teilweise echt schon sehr schwer, weil die Bäume ragen 10 Meter rein ins Wasser und wir sollten ja im Prinzip weitgerecht angeln. Und wenn da solche Äste und alles mögliche drin liegt und wenn da mal so ein Karpfen reinschwimmt, den bekommt man aus dem Geäst nicht mehr raus. Und in meinen Augen ist es auch keine weitgerechte Angelei mehr. Ich hoffe, dass der Verein da was macht und da ein paar Bäume rausnimmt. Weil wenn die da die Bäume drin lassen, für die Fische natürlich toll, die haben natürlich einen Unterstand und alles mögliche. Ist ja auch gut so. Auch für uns Angler ist es einfach schlecht, wenn da so viele Bäume drin liegen. Ja. Weil wir möchten ja nicht direkt vor den Bäumen angeln, um die Fische da zu fangen. Weil schlussendlich kann es sein, dass wir sie dann eventuell verlieren. Oder die Fische schlitzen. Da haben sie überall geschlitzte Mäuler und so. Das sollte sie auch nicht sein. Darum, schauen wir mal, was passiert. Ich habe auf jeden Fall meine Route ein bisschen weiter nach rechts hochgelegt, dass ich von den Bäumen weiter wegkomme. Weil falls ein Fisch geht, möchte ich nicht, dass er in den Baum reinschwimmt. Dass ich einfach eine Chance habe, ihn zu fangen. Naja, ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass vielleicht was geht. Aber wenn nichts geht, ist mir egal, weil wir haben jetzt 20 Tage Lockdown vor uns. Ich weiß nicht mal, ob ich angeln gehen kann oder nicht. Darum, ehrlich gesagt, ist mir auch egal, ob ich was fange oder nicht fange. Natürlich, ein Fisch würde mich sehr freuen. Aber ja, Hauptsache, ich bin mal draußen gewesen. Jetzt natürlich nach der Knie-OP war ich eh schon fast 3 Wochen zu Hause. Und jetzt nach der Lockdown nochmal 20 Tage. Also, dann sind wir schon bei 5 Wochen, dann sind wir schon Mitte Dezember. Und das Jahr ist ja fast vorbei, also ich hoffe mal, wir können auch während dem Lockdown ein bisschen zur physischen Erholung ein bisschen angeln gehen. Auch wenn nicht über Nacht, aber den Tag durch, wäre auch schon eine Top-Sache. Mal schauen, was die Regierung da spricht oder was unser Verein da spricht. Ein bisschen mal, ne? Der Nebel wird nicht weniger, ist sehr frisch, vor allem es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Naja, schauen wir mal, ein bisschen mal, ne? Na, schauen wir mal, ob mein Lockdown-Karpfen erwischt oder nicht. Leider gab es keinen Lockdown-Fisch für mich, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt jetzt zuletzt. Ich packe jetzt nachher auch zusammen, fahre jetzt nach Hause. Morgen ist Lockdown, mal sehen, ob wir angeln gehen dürfen oder nicht. Ich hatte zwar Hoffnung, dass was geht, aber die Temperaturen sind sehr stark gesunken, also es hat mich auch nicht gewundert, dass nichts gegangen ist. Naja, ich habe es zumindest probiert, war ein bisschen draußen, habe frische Luft geholt, habe ein bisschen das Zuhause-Sein abstreifen können. Jetzt warten wir ab, was da rauskommt ab morgen, ob wir überhaupt angeln gehen können oder nicht. Ich hoffe, wir können wieder rausgehen, auch wenn es nur den Tag durch ist. Immerhin etwas. Da halte ich euch immer, so wie immer, auf dem Laufenden. Ich hoffe, das Video hat euch in dem Sinne Spaß gemacht, auch wenn ihr nichts gefangen habt. Was gehört dazu zum Angeln? Man kann nicht immer was fangen. Man muss auch mal mit dem Blank nach Hause gehen. Das passiert mir auch immer. Wieder mal. Naja, sowas muss man auch verkraften. Jetzt ist Spätherbst, wir sind fast im Winter. Da ist normal, dass man mal eine Blanknacht oder mehr Blanknächte hinlegt, weil die Fische fressen nicht mehr so viel oder sind wenig aktiv. Da ist normal, wenn man einen Blank hinlegt. Naja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, wünsche euch einen schönen Sonntag und wie sonst auch immer, euer Just Fishing!